Spätestens seit der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern wird uns wieder klar und ins Bewusstsein gerufen, aber das haben wir auch nie bestritten, dass die NPD niemals nur Wahlpartei war. Wir waren immer Sammlungsbewegung und Bewegung an sich, weil wir uns als Speerspitze des nationalistischen Kampfes für die Freiheit des deutschen Volkes verstanden haben. Und es war für uns immer selbstverständlich. Denn das ist auch der Gründungsgedanke unserer nationaldemokratischen Partei. Es war immer die Grundidee, das aufzusammeln, was sich für ein freies und souveränes und völkisches Deutschland versteht. Denn ich glaube, dass wir die beste Organisation rechts neben der Alternativen sind und dass wir uns vernünftig aufstellen müssen und dafür sorgen müssen, dass wir wieder attraktiv werden für normale Menschen, die jetzt von unseren Vorfeldorganisationen Alternative für Deutschland und Pegida dafür vorbereitet werden, eines Tages ihren Weg zu uns zu finden. Wir haben in der Vergangenheit in der NPD stellenweise an unserer Zielgruppe vorbeigearbeitet. Das macht mich selber sehr traurig, da ich selbstverständlich einer der Vertreter bin des etwas radikaleren Flügels. Ich glaube, dass die Zukunft der NPD im sozial-nationalen Bereich liegt. Und ich muss vor allen Dingen eins sagen, selbstverständlich ist unser Parteiprogramm radikal genug. Da bedarf es überhaupt gar keiner Änderungen, sondern wir müssen immer nur wieder auf unser Parteiprogramm mal schauen. Und da haben wir genug Argumente für die nächsten 20 Jahre Politik für Deutschland. So sieht es aus. Von 172 abgegebenen Stimmen ist einer als Enthaltung zu werten. 102 Stimmen entfielen auf Frank Franz und 69 Stimmen auf Thorsten Reise. Damit ist Frank Franz gewählt. Ich bedanke mich recht herzlich für das Vertrauen, mich erneut zum Parteivorsitzenden zu wählen, auch wenn man den Eindruck gewinnen konnte, dass es hier und da um Flügel ging. Verstehe ich mich nicht als Vorsitzenden irgendeines Flügels, sondern ich verstehe mich als Parteivorsitzenden der Gesamtpartei aller Flügel, ob es sie gibt oder nicht, aller Richtungen, und so will ich in Zukunft auch wahrgenommen werden.